Heute ist der Startschuss von unserem Vertical Farming Projekt. Die letzten 2,5 Jahre haben wir an dem Konzept entwickelt. Wir mussten immer wieder neu uns orientieren. This design, this plan, this idea, which has been many months in the making, is finally a real thing. It exists. We built it, we put it together, and now we have to take care of it, maintain it, and grow it. So this is a hydroponic system that is designed to be a vertical farm. And the idea of this was to provide some sort of prototype or unit that students could do work, learn about, do research with. Dieses Vertical Farming Projekt ist eins von den Sustainable Living Labs und wurde dann nochmal im Eurotech Collider weiterentwickelt, weil das ursprüngliche Konzept so nicht am Campus umsetzbar war. Und der Prototyp, der dann im Collider war, den sehen wir heute. Durch die Klimaveränderung wird die Lebensmittelproduktion in Zukunft gefährdet. Erträge werden sinken und wir müssen uns neue Möglichkeiten überlegen, Lebensmittel insbesondere auch synthetisch herzustellen. Da ist Vertical Farming eine dieser Möglichkeiten. Die große Herausforderung dabei ist, wir brauchen sehr viel Energie und Energie ist ja nun bei der ganzen Klimageschichte die ganz große Herausforderung. Wir müssen jetzt also zwei Bereiche verbinden und wir müssen in Zukunft es schaffen, auch synthetisch Lebensmittel herzustellen, mit so wenig Energie wie möglich. Und diese Energie müssen wir natürlich durch erneuerbare Energien optimal bereitstellen. The idea is, what better way to try to figure out those obstacles than to turn it into a research project and try to attract students, bright minds to work and solve these issues. Vertical farming is one of several different teams inside of Planet Seed. We have people working on a smart irrigation system, mobile raised beds, mobile study units, turning advertising columns into raised beds. All of these things contribute to a more healthy and sustainable campus at TUM. It works very simply, like most hydroponic systems. It has a water pump situated in a water reservoir, and that distributes the water, which has nutrients in it, through the irrigation system and to the plant roots. Mostly we're going to start off with very simple herbs and salads because they don't require a whole lot of nutrition. Things like basil, lettuce, things of that nature, just herbs. In the future we would like to get into tomatoes and cucumbers as well. They just require different nutrient levels, so we'd have to have a separate system for that. Es ist auf alle Fälle immer eine ganz tolle Sache, wenn es unabhängige Studentenprojekte gibt. Das ist natürlich erstmal eine faszinierende Erfahrung, die die jungen Leute machen, aber auch für uns sehr schön, dass wir eben sehen, dass unsere Studierende auch ohne uns solche Dinge angehen. Bei dem Projekt haben uns ganz viele Lehrende von der TUM unterstützt, allen von weg die Frau Professor Monika Egerer. Und finanziell konnte das Ganze nur umgesetzt werden, weil uns der Bund der Freunde unterstützt hat.